Wir sind mal wieder unterwegs. Es ist langsam Herbst und wir sind im Müritz-Nationalpark. So vor einer halben Stunde angekommen, gerade das Zimmer bezogen. Und jetzt gucken wir uns hier mal um. Wir haben ja den großen Vorteil, dass wir die Gegend hier schon gut kennen. Wir waren hier schon zwei, drei Mal und wollen so ein paar Dinge uns mal näher angucken. Dazu gehören natürlich um diese Jahreszeit Pilze. Dazu gehört ein bisschen Landschaft mit bunten Blättern. Und dazu gehört natürlich ganz viel Wild, Kraniche, Adler, alles, was hier so rumsteht. Denn die Flora und Fauna ist hier im Müritz-Nationalpark wirklich fantastisch. Ja, mit dabei ist natürlich James. Und der ist gerade schon sehr beschäftigt. Und mit dabei ist natürlich auch die neue Errungenschaft, die R3. Und die will ich jetzt schon mal so ein bisschen mal gucken, was da so lichtstärkemäßig geht. Das ist aber heute nur üben, damit wir dann in den nächsten Tagen auch ernst machen können. Ja, ich durfte auch wieder mitkommen. So bin ich. Der Ton liegt nicht an dem Mikrofon, an dem neuen, sondern tatsächlich, dass ich mir eine leichte Kehlkopfentzündung zugezogen habe. Aber das lässt uns den Spaß jetzt nicht von verderben. Ja, ich bin gespannt. Wir kennen ja die Gegend schon. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass egal wie das Wetter wird, egal was wir sehen oder wie auch immer, es wie immer richtig schön wird. Da wir gesehen haben, dass es heute Abend im Hotelrestaurant Wildschweingulasch gibt, kann es gar nicht schlecht werden. Und da freuen wir uns jetzt drauf. Jetzt wollen wir ja mal einmal um diesen kleinen See, der direkt vor unserem Hotel liegt, wandern und uns ein bisschen einstimmen. Ja, und dann kann das Ganze auch schon losgehen. An dem Haussee sozusagen ist praktischerweise auch eine Beobachtungshütte. Die ist wirklich nur ein paar hundert Meter entfernt vom Hotel. Dass das ganz praktisch ist, wenn man so als erste Einkehr sich das hier einmal anschaut. Allerdings ist der Bewuchs sehr dicht, dass man auf den See selber nicht ganz so schauen kann. Schauen wir mal, ob wir heute irgendwas entdecken. Seeadler, ein bisschen früher im Jahr Fischadler sind hier auch zu finden und auch andere Greifvögel. Lass uns mal überraschen und warten mal ein paar Minuten ab. Und hier sind wir untergekommen, im Gutshaus Federow. Wir kennen das schon, die letzten beiden Male waren wir auch hier. Sehr, sehr schönes Hotel mit einem guten Restaurant. Von daher wissen wir ja schon, worauf wir uns eingelassen haben. Ja, jetzt lassen wir mal den Abend ausklingen, machen ein paar Pläne für morgen. Und dann werden wir uns morgen wieder melden. Bis denn. Denn das Hotel ist vor allen Dingen so gut gelegen, dass es direkt am Eingang des Nationalparks ist. Man hier fußläufig sofort zu allen möglichen Seen und in alle möglichen Wälder kommt. Das heißt, hier ist alles vor der Tür, man braucht nicht viel fahren. Das ist toll. Ja, und da jetzt der Mann das letzte Wort haben wollte, sage ich nochmal Tschüss und bis morgen. Ja, wir sind noch mal mit dem Hund draußen. Kleine Abendrunde, muss ja sein. Ist auch schön für uns, dann immer noch so einen kleinen Verdauungsspaziergang zu bekommen. Aber ich nehme euch heute mal mit, weil ich was entdeckt habe, was ich euch unbedingt zeigen muss. Federow ist einfach mal ein ganz besonderer Ort, sagen wir es mal so. In Federow, mitten an der zentralen Kreuzung, ihr kennt das so aus den guten alten Bluesstücken, Crossroads, das ist der Ort, wo einfach die Dinge passieren, wo irgendwie auch die Handlungen spielen, da steht hier was ganz Besonderes. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es noch kennt, ansonsten vielleicht von den Erzählungen eurer Eltern, hier steht tatsächlich noch ein T-Punkt Kontakttelefon, eine Kontaktsäule, die tatsächlich auch noch in Betrieb ist, man glaubt es kaum. Man kann hier telefonieren, SMS schicken, nimmt sogar schon Euromünzen und gucken wir mal. Funktioniert sogar. Wir sind schwer begeistert und werden Federow zukünftig als das Kommunikationszentrum Mecklenburg-Vorpommerns im Gedächtnis behalten. Postkasten und T-Punkt. Große, große Sache. Ja, wenn wir dann von dann ziehen, das werden wir uns merken und werden gespannt gucken, ob es den dann nächstes Jahr auch noch gibt.
Annika ist mindestens genauso beeindruckt wie ich. Aber hallo, wenn nicht davon, wovon denn dann? Also ich glaube, das ist so das Highlight dieses Urlaubs. Ja, wenn auf irgendwas Verlass ist, dann auf die Deutsche Telekom. Das ist doch wunderbar. Das heißt, wenn ich hier in der Einöde irgendwie versackt bin, nicht mehr weiß, wie ich irgendwie wegkomme, kann ich mir immerhin ein Taxi rufen, was dann irgendwie rund 20 Kilometer Anfahrt hat. Aber immerhin. Ja, das soll es dann auch gewesen sein für heute, Freunde in der Nacht. Und ja, wir hören morgen wieder. Ja, guten Morgen. Es ist Dienstag und wir haben unseren ersten Morgen hier. Den sind wir mal ruhig angegangen. Wenn man so gern Himmel guckt, kann man sehen, dass wir jetzt keinen spektakulären Sonnenaufgang verpasst haben. Wir hatten heute Morgen so zwischen 7 und 8 auch schon ganze Züge von Kranichen, die über unser Hotel hinweggeflogen sind. Aber auch da waren keine Fotos richtig möglich, weil es einfach vom Licht her nicht gut genug war. Wir haben uns jetzt gerade auf den Weg gemacht. Wir sind hier in Federo. Gestern sind wir um diesen kleinen See gelaufen. Jetzt wollen wir zum Rederangsee. Das ist der See, der bekannt ist dafür, dass die Kraniche da stehen und eben auch ihre Nachtruhe einnehmen. Morgens sind die meistens wieder weg, aber dafür sieht man alles mögliche andere. Also wir haben da schon viele Seeadler gesehen, wir haben da schon Hirsche am Ufer gesehen, Waschbären. Also der ist immer ganz gut und deswegen laufen wir jetzt hier. Grüne Linie ist Nationalpark, da laufen wir gleich rein. Und dann laufen wir jetzt hier in den Wald und dann zu diesem Aussichtspunkt, der einen guten Überblick über den See gibt. Und dann schauen wir doch mal, was wir entsprechend dort haben. Gleichzeitig versucht der Hund irgendwie mit uns irgendwie Gummitwist zu spielen. Und mal gucken, bevor er uns zu Fall bringt. So, legen wir doch einfach mal los. Komm mit. Ja, und wie wir sagten, es ist halt wirklich nicht weit. Federo 1 Kilometer nach links, zum Rederangsee Beobachtungsstand 1 Kilometer nach rechts. Ja, das ist, wie gesagt, ein schöner fußläufiger Abstand. Vor allem, wenn man auch mal morgens früh hin will, das schaffst selbst ein Mensch wie ich, da mal dann entsprechend aufzustehen. Und wir hoffen ja, die Kraniche morgens nochmal bei schönem Wetter beim Aufflug dann zu sehen. Und dann sind 2 Kilometer morgens definitiv machbar. So, wir sind jetzt hier am Unterstand angekommen, richten uns gerade häuslich ein. Und anders als befürchtet, führt der Rederangsee tatsächlich sehr viel Wasser. Letztes Mal war das noch so, dass gerade im linken Bereich sehr viel freie Fläche noch war, wo Limikolen auf Nahrungssuche waren. Steht jetzt heute alles unter Wasser. Ist natürlich die Frage, ist das jetzt gut oder schlecht? Natürlich brauchen die Kraniche einen gewissen Wasserstand, der hoch genug ist, dass eben kein Fuchs oder anderer Fressfeind zu ihnen kommen kann. Auf der anderen Seite zu hoch ist natürlich auch nichts, weil bis zum Hals im Wasser stehen wollen sie auch nicht. Also müssen wir mal abwarten, was da letzten Endes dann tatsächlich abends hier ankommt und morgens wieder wegfliegt. Heute früh sah es schon so aus, dass die meisten vom Rederangsee übers Hotel weggeflogen sind und dann in die Felder, um auf Nahrungssuche zu gehen. Also von daher sind wir recht zuversichtlich. Aber lassen Sie uns überraschen. Und ja, Clemens hat das große Gerät ausgepackt, die 100-500 mit der R3 und begibt sich nun mal auf Suche. Ich habe meine G81 mit dem 100-400. Und werde jetzt auch gleich mal schauen, ob ich irgendwas entdecke. So, wir sind jetzt auf dem Rückweg, nicht mehr weit vom Hotel. Aber wir haben hier noch eine ganz spannende Sache entdeckt, die wir eigentlich schon auf dem Hinweg entdeckt haben. Und zwar ist in dem
alten Kirschbaum, ein hübscher Baumpilz, den wollte ich fotografieren. Und habe gerade gesehen, dass da drunter ein ziemlich gut besiedeltes Hornissennest ist. Und ich versuche jetzt nochmal ein Bild zu machen, wo ich quasi diese Pilze als oberen Bildteil habe und unten den Einflug der Hornissen. Ich habe dazu einfach mal die R3 genommen, weil ich da einen hohen ISO-Bereich kann. Ich muss ja mit der Verschlusszeit relativ hoch gehen, die fliegen ja doch recht fix. Und habe das 70 bis 200er aufgezogen, weil das, glaube ich, so die schönste Bildqualität entsprechend liefert. Ja, ich hatte vorhin schon mal mit dem Makro ein paar Probebilder gemacht. Da bin ich schon ganz gut rangekommen. Also die sind komplett friedlich, wenn man nicht gerade nach ihnen schlägt oder ihnen schmutzige Witze erzählt. Und von daher versuche ich das jetzt nochmal. Solltet ihr heute Abend Bilder sehen, wo ich mit vielen Verbänden irgendwie im Zimmer sitze, dann hat das nicht so geklappt. Ansonsten seht ihr, glaube ich, ziemlich gute Bilder.